Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Füchse Berlin gegen die SG Flensburg-Handewitt am 24. Spieltag der DKB Handball Bundesliga. Endergebnis 20:31. In der Halle waren 9000 Zuschauer, damit die Max-Schmeling-Halle ausverkauft. Ich begrüße zu meiner Rechten ganz außen den Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt, Dirk Schmeschke, den Trainer Lüngemer Franjes, unseren Trainer Dago Sigurdsson und unseren Geschäftsführer Bob Hanning, und würde zunächst den Gästetrainer um ein Statement zum heutigen Spiel bitten. Ja, guten Abend. Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir 2 Punkte in Berlin gewonnen haben. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Abwehrleistung zusammen mit dem Torwart. In der ersten Halbzeit, die ersten 23 Minuten, war ja überragend, kann man sagen. Abwehr, Torwart, Gegenstoß, zweite Welle, auch in Angriff. Viel Bewegung. Wir haben unseren Rhythmus ein bisschen Ende der ersten Halbzeit verloren. Berliner haben, kann man sagen, den Abwehr ein bisschen zugemacht und auch einfache Tore bekommen. Also die 3 Tore in der Halbzeit waren ja auch, finde ich, verdient. Wir haben ein bisschen auch verworfen, aber verdient mit 3 Toren, finde ich. In der zweiten Halbzeit haben wir angefangen, nicht optimal, finde ich. Wir haben, finde ich, falsche Einstellung gehabt. Und dann musste ich ein Timeout nach 3 Minuten schon nehmen. Und das ist nicht oft, dass ich das mache. Wir haben über ein paar Details gesprochen. Und hat geklappt. Wir haben wieder unseren Rhythmus gefunden und wieder Gas gegeben. Unser Abwehr hat das ganze Spiel gut gestanden, zusammen mit Matthias Andersson natürlich. Und die einfachen Tore haben ja uns das Ergebnis gegeben. Aber man muss ja auch sagen, die Berlin haben ja auch ein riesen Verletzungspech. So ein Sieg ist ja 2 Punkte, aber in Zukunft wenn wir vielleicht in Final Four uns treffen, dann wird das schon ein ganz anderes Spiel. Ich bin schon bewusst, dass die haben viel Verletzungspech gehabt. Aber wir auch. Jakob Heinl war heute krank, konnte nicht sein. Der Holger Glandorf war auch nicht dabei. Und das andere ist auch kein lustiges Thema, über zu sprechen. So, mit dem Fazit in Hand bin ich sehr, sehr zufrieden. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Franjes. Dago, dein Statement zum heutigen Spiel. Erstmal schönen guten Abend und Glückwünsche in Flensburg. Wir haben es sehr, sehr schwer gehabt heute. Hat man vom Anfang an gesehen, es war nicht dieser Geist und Leidenschaft, kam einfach nicht, und das kann man einfach nicht auf Knopfdruck bestellen. Da sind ja auch Menschen, und das muss so vom Innen kommen. Das haben wir einfach nicht geschafft. Es kam eine Phase kurz vor Halbzeit, dann kamen diese Emotionen. Schade, dass wir Anfang zweiter Halbzeit nicht da nachlegen konnten und die ein bisschen unter Druck zu setzen. Das war schade, da haben wir einfach nicht gut genug gespielt. Wir sind selber schuld in der zweiten Halbzeit, wie wir gespielt haben. Und dann waren die schnell wieder 5, 6 Tore weg, und dann hat man auch gesehen, dass der Koffer ein bisschen nach unten geht, und dann hat man ja keine Chance. Und, Glückwunsch an Flensburg, die haben gut gespielt, verdient gewonnen, und wir müssen jetzt eine kleine Pause machen und dann wieder so fit wie möglich weitergehen. Dankeschön. Vielen Dank, Dago. Dirk Schmeschke, nun hat gestern Melsungen Kiel geschlagen, heute das zweite Spiel, was war unentschieden, Hamburg zu Hause gegen Balingen. Ist die Meisterschaft jetzt wieder spannend? Die Meisterschaft, da haben wir ja nach den beiden Niederlagen, die wir leider hatten, Lube hat das ja schon angesprochen, dass wir auch in keiner leichten Situation gewesen sind, durch Krankheiten und Verletzungen. Ist da sicherlich im ersten Moment dann, ich sag mal, vielleicht ein bisschen einseitig geworden. Ich habe aber immer gesagt, dass die Saison noch lange ist und dass da noch viele Spiele kommen. Aber das hat uns gar nicht interessiert, und da gucken wir auch nicht drauf. Ich finde, für uns ist wichtig, und das freut mich besonders, dass diese Mannschaft wirklich Zusammenhalt, Begeisterung ausstrahlt. Heute haben wir übrigens Bogdan Radivojevic ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht, glaube ich.
wir sind eigentlich auch froh, wenn man dann sich das am Freitag sich dann oder am Donnerstag sich Holger Glandorf auch noch abmeldet, dass diese Mannschaft mittlerweile über 2 Jahre das ja gewohnt ist, das wegzustecken und diese Leidenschaft ausstrahlt, und das hat sie heute auch wieder gemacht, und ich finde, einen begeisterten Tempo-Handball gespielt hat, und das freut mich besonders. Das gibt uns sicherlich auch Zuversicht für die noch ausstehenden 3 Monate, wo noch richtig viele Spiele sind. Und ich habe auch immer gesagt, dass den THW Kiel es auch noch erwischen wird, auch andere. Aber wir sind auch nicht davon gefeit gewesen. Und von daher finde ich, dass die Saison, ich sage mal, noch einiges bringen wird. Aber wir gucken von Spiel zu Spiel, bleiben dabei. Und Riesenkompliment an Lubo und die Mannschaft. Die haben heute einen richtig guten Job gemacht. Und wir haben jetzt mal 1 Woche Pause, können unsere Verletzten sicherlich auch ein bisschen pflegen und nach vorne bringen. Und ich glaube, dann, Lubo, heute ist mal ein Bier erlaubt für die Mannschaft. Vielen Dank, Joschka. Bob, jetzt hatten wir viele Wochen, viele englische Wochen hinter uns. Jetzt geht es wieder erstmal in den normalen Rhythmus. Wie blickst du auf diese Wochen zurück und wie guckst du jetzt auf das, was noch vor uns steht? Ja, der kurzzeitige letzte Einblick war natürlich nicht so erfolgreich. Natürlich können wir nicht zu Hause mit 11 Toren verlieren gegen Flensburg. Das ist nicht den Anspruch, den wir haben. Nichtsdestotrotz haben wir von Anfang an gesagt, das ist jetzt das 7. Spiel im 21. Tag, und das ist das, was Dago gesagt hat, dass diese Mannschaft funktioniert, wenn sie schafft, maximale Leidenschaft abzurufen. Und wir haben immer gewusst, das funktioniert nicht bei jedem Spiel. Das halten wir mit dem Kader nicht durch. Deswegen haben wir uns ja sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, eventuell nochmal nachzuverpflichten, und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass nicht das auf dem Markt ist, was uns hätte helfen können. So müssen wir das jetzt auch mal schlucken. Punkt. Das gehört jetzt dazu. Jetzt müssen wir uns ein bisschen schütteln. Jetzt kriegt die Mannschaft mal frei. Das ist das, was am, glaube ich, allerdringendsten braucht. Ich glaube, das ist besser als jedes Training, ist jetzt Regeneration, ein bisschen Kopf frei wieder zu kriegen. Und sie haben die letzten Körner rausgeholt am letzten Mittwoch gegen Lemgo, als sie das Spiel noch gebogen haben und uns zum Final Four nach Hamburg gebracht haben. Das muss man jetzt einfach so respektieren. Man muss sagen, es war nicht gut. Das darf man auch ruhig kritisch sagen, und es war auch zu wenig. Aber wir haben sind auf eine Flensburger Mannschaft getroffen, die wirklich auch sehr ordentlich gespielt hat und die das auch auszunutzen gewusst hat. Und es zählen ja mal nicht nur die eigene Mannschaft in die Analyse rein, sondern man muss auch sehen, was hat man auf der anderen Seite gesehen. Und das war eine top motivierte und top gut eingestellte Mannschaft, und von daher ist das so auch das Ergebnis in der Höhe berechtigt. Und wir müssen jetzt gucken, schütteln, Rhein-Neckar-Löwen ordentliches Spiel machen, und dann kommen für uns die Wochen der Wahrheit. Das ist einfach so. Jetzt geht's los. Jetzt hoffen wir, dass wir Pavel wiederkriegen, dass wir Paul wiederkriegen, dass wir vielleicht sogar auf ein Wunder von Christoffersen hoffen können. Dann wird wieder Zackerson spielen, Heinevetter spielen, Pedersen spielen, die heute alle nicht dabei waren. Und dann geht's los, dann haben wir das riesenschwere Spiel gegen Konstanza, wo es darum geht, das ERF-Final Four zu erreichen, und dann können wir die erfolgreichste Saison spielen, die wir je bei den Füchsen gespielt haben, und darauf gilt sich jetzt zu konzentrieren. Und von daher, ja, ich bin natürlich nicht glücklich über 11 Tore, aber ich bin jetzt auch nicht tief deprimiert, sondern wir nehmen das mal so zur Kenntnis, und dann soll das auch so sein. Vielen Dank, Bob. Das Ergebnis, was parallel zu uns stattfand, habe ich schon angesprochen, 26-26 HSV Hamburg gegen Balingen-Waldstätten. Nun gibt es noch die Möglichkeit, an die Beteiligten hier vorne Fragen zu stellen. Da hinten kommt schon eine Hand. Dago, hatten Petersen und Sarrison irgendwas, dass du die dann gar nicht gebracht hast? Nein, die waren beide gesund. Ich habe mich entschieden, ich brauche ja etwas frisches Blut, und Koya und Richwin waren dann auch in dieser offensiven Abwehr sehr, sehr wichtig, und deswegen bin ich mit dem anderen zwei so geblieben. Heinevetter hätte auch, glaube ich, sehr gerne gespielt, und ich hätte ihm auch gebracht für die letzten 15, 20 Minuten, aber in die Situation, die so war, dann habe ich einfach entschieden, dass er auch sitzt, und ja, manchmal muss man einfach eine annehmen, so wie es ist. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann, wie bereits angekündigt, nächstes Spiel der Füchse Berlin, ein Auswärtsspiel am nächsten Samstag bei den Rhein-Neckar-Löwen und in der Woche danach am Mittwoch gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Vielen Dank.